Um eine erste Übersicht über unsere Büste zu bekommen, werden wir aus Mesh-Objekten grob die Form bauen, das sogenannte Blocking. Die Kugel zu Beginn können wir schon zu einem Kopf formen. Wir aktivieren Mirror auf der X-Achse und nehmen den Grab Brush und ziehen über die Frontansicht die Länge des Kopfes zurecht. Dabei habe ich auch die Seitenansicht im Blick. Bitte achtet, dass der Schläfenbereich nicht zu rund ist. Drückt diesen etwas zusammen. Den Radius und die Stärke des Pinsels kann ich mit Rechtsklick über ein Fenster bestimmen. Der Shortcut für die Größe ist F. Für die Strichstärke Shift F. Wenn wir mit der Kopfform zufrieden sind, wollen wir Mesh-Objekte für Hals und Torso erstellen. Hierfür gehen wir zum Layout Workspace. Mit Shift A gehen wir zum Mesh. Für den Hals wähle ich den Zylinder. Der befindet sich beim 3D-Cursor. Ich ziehe ihn zum Kopf hoch. Gehe zum Seitenview und skaliere ihn klein. Daraufhin skaliere ich ihn in die Höhe. Dabei achte ich, dass er in den Kopf hineingeht, da es beim Remeshen sich besser mergt. Als nächstes erstellen wir aus einem Cube den oberen Bereich des Torsos. Diesmal verwende ich wieder den Subdivision Surface Modifier und setze ihn auf 2. Den Torso skaliere ich in die Breite und rotiere ihn so, dass er der Wirbelsäulenform folgt. Kommen wir zu den Ohren. Hier habe ich mal einen Zylinder genommen. Dies erwies sich als arbeitsreichen Umweg. Der Grund? Die Kappen sind N-Guns, also Faces mit mehr als 4 Edges. Das hat beim Remeshen Auflösungsprobleme gegeben, aber das werden wir in den kommenden Videos sehen. Ich empfehle euch stattdessen einen Cube zu nehmen und mit einem Subdivision Surface Modifier zu smoothen. Haben wir das Ohr nun richtig positioniert, verwenden wir den Mirror Modifier und als Mirror Object wählen wir den Kopf aus. Zu guter Letzt überprüfen wir, ob der Hals wirklich in den Kopf und in den Torso geht.
Die Grundform steht nun fest und wir können anfangen zu skulpturieren.